Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von God of War. In der letzten Folge haben wir diesen, wie ihr sehen können, Nitergir, oder wie man es ausspricht, besiegt. Und haben endlich Freya von ihrem Fluch befreit. Und jetzt schauen wir, dass wir zu ihrem Bruder kommen. Um, keine Ahnung, damit sich Freya mal ihm stellt, dass die zwar wieder eine gesunde Beziehung führen können. Auf unserer Reise in Vanaheim konnten wir den Fluch, den mit dem Odin Freya belegt hat, erfolgreich brechen und ein neues Bündnis schmieden. Da sie ihr Zorn jetzt gegen Odin richtet, können wir uns vielleicht alle zusammen von seinem Einfluss befreien. Ich bin erleichtert, sie erneut als Freundin betrachten zu können. Ich kann mir keine beeindruckendere Verbündete vorstellen. Naja, was so ist. Kratos, ich sehe, wir können diesen Weg zurück zum Lager nehmen. Ich kann bei den Ranken helfen. Steck deine Klingen in die leuchtenden Ranken und zünde sie an. Dein Bruder schien offen für deine Rückkehr. Oh, ich bin sicher, er hätte nichts lieber, als dass alles wieder so wird, wie es war. Und die Verantwortung der Führung mir zu überlassen. Das kann ich nicht beantworten. Ich weiß nicht, wie es war, bevor du gegangen bist. Wir sehen nur das Resultat, was daraus entstanden ist, dass du gegangen bist. Oder besser gesagt, gezwungen wurdest. Na, ja, was soll's. Gehen wir weiter. Jetzt müssen wir viel mehr beachten, ne? Ziegelpfeilbestreuung. Ah. Schauen wir mal das hier. Der schwere Angriff will ich ausprobieren, wie stark der schwere Angriff sein kann. Aber der zündet die recht schnell an, wie es ausschaut. Danke, Freya. Gegner von links! So, hier. Komm. Können wir jetzt wieder Dinge machen? Ah, fuck. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Komm mal den hier. Zerteilt hier. Gut. Hammer's. Ja, wir haben's. Du setzt deine Wut effektiv ein. Nun, man lernt, das zu nutzen. Ah, das hast du schneller gelernt als Kratos. Nennen wir es so. Oder je nachdem, ich glaube, die hat genug Zeit, ihre Wut auf andere zu richten. Aber es ist nicht so, dass ich auf Freya wütend sein will. Er ist mein Bruder. Er war für mich der wichtigste Mensch auf der Welt. Ein halbes Leben. Ja, wie gesagt, war, wie du gesagt hast. Und ist wahrscheinlich immer noch, aber ja, mal schauen, was die Beziehung wird. Wir wissen ja nicht, wie sie, bevor sie gegangen ist, war. Aber es waren schon eine gute und gesunde Beziehung. Solche Pflanzen haben wir vorhin schon gesehen. Frost sollte ihr Gift schnell neutralisieren. Ah. Durch das Siegel sollte sie jetzt auch ohne Axt ein. Sehr gut. Ja. Wie ich da selber drauf gekommen bin, keine Ahnung, aber ich wollte es einfach ausprobieren. So. Moment, muss ich ausprobieren? Dann drücken wir mal kurz hier hin. Okay, Viereck erscheinen und Kreis zum Entfernen. Gut zu wissen. Irgendwo sind hier wieder Monster, wie es ausschaut. Das sind Irrlichter. Starke Manifestationen von Runen.
Ja, perfekt. Ihr Licht, ein Vorbote bevorstehender Zerstörung, wie er im Buche steht. Die Ruinenmagie, die durch die neuen Welten fließt, ist ein empfindliches System. In Friedenszeiten ist die Magie ruhig, wie ein vollkommen stiller See, wenn kein Wind weht. Aber schon die kleinste Störung verursacht Wellen und ich kann mir keine größere Störung vorstellen als das Rannahen Ragnaröks. Es sind Runenquallen aufgetaucht, die rohe Magie aus dem tiefsten Inneren einer Welt herausbodeln lassen. Aus diesen Quellen werden Irrlichter geboren, die reine Verkörperung aus Magie. Angesichts von Fimbulwinter ist kein Wunder, dass wir immer mehr von diesen kleinen Störenfrieden begegnen. Sei auf der Hut, einzeln lassen sich sie vielleicht schnell besiegen, aber in großer Zahl können selbst erfahrene Krieger überwältigen. Außerdem können sie miteinander verschmelzen, zu Geistern werden. Okay, da ist wohl die Runenmagie sehr gut. Will ich diesen Ort jemals wieder als zu Hause betrachten? Okay, da brauchen wir noch ein Spezialwerkzeug. Oder besser gesagt, es hat schon jemand in die Kommentare geschrieben, was das sein wird. Aber mal gucken. Wenn ich mich nicht täusche. Oder wir brauchen dafür was anderes. Auf jeden Fall weiß ich jetzt schon was für die goldenen Lichter, Risse an der Wand, was wir da brauchen. Ah. Moment. Sköll und Hati sind in Vanaheim? Die Riesen haben sie wohl vor Odin gerettet und hergebracht. Sieh nur. Das Licht weckt die schlafenden Wurzeln. Sie strecken sich, um die Sonne zu begrüßen. Und machen uns den Weg frei. Kein Vergleich zu den Schneedecken Midgards, an die ich mich gewöhnen musste. Sorry. Dafür. Der Zug gen Osten, genau wie in meiner Erinnerung. Wenigstens ist nicht das ganze Reich den Jägern und Besetzern zum Opfer gefallen. Ich schätze, es gibt hier noch etwas, wofür man kämpfen kann. In einer Welt des Friedens gibt es nur ein Verbrechen, die Störung des Friedens. Sieh dich um. Das Land und seine Leute in Harmonie und im Gleichgewicht. So konstant wie Sonne und Mond. Doch das Gleichgewicht ist anfällig, die Balance geht leicht verloren. Grausamkeit, Eitelkeit, Selbstsucht. Dies sind die Kräfte, die die Harmonie Vanaheim stören würden. Dies sind die Kräfte der Asen. Wir sind ein friedliches Volk. Aber der Frieden kann nur weiter bestehen, wenn wir ihn mit Gewalt verteidigen. Dass man verteidigen muss, auch wenn schon viel Schaden angerichtet wurde. Vielleicht gilt das auch für Freyr. Ich habe hier einen Raben vergessen. Hier auch. Na, ja, das wird da bei der Backtracking-Tour wird es schon gesammelt werden. Das machen wir erst, wenn wir aber das spezielle Werkzeug haben, weil dann können wir überall hinreisen, glaube ich. What the fuck bist du denn? Du kannst nichts ausrichten, ohne die Mutter zu zerstören. Ein großes, knolliges Ding, nicht zu übersehen. Moment, muss ich das mit Feuer machen? Ja. Die Knolle mag kein Feuer. Danke für den Tipp, Freya. Ist mit da lang? Wir müssen da lang. Dann was ist hier? Was ist das? Das weiß ich nicht. Aber es ist definitiv von Riesen gemacht. Hier sind zwei Wölfe zu sehen. Vielleicht eine Verbindung zu unseren Freunden am Himmel. Dieses Geheimnis muss noch warten. Ja, dann müssen wir hier wahrscheinlich irgendwann mal mit Atreus hin, hä? Der Einzige, der noch einigermaßen Riesenmagie beherrscht. Gut zusammen mit Tyr, aber Tyr macht ja gerade nichts mehr. Oder will nichts mehr machen. Haben wir eigentlich schon schwere Runenangriffe? Wenn ja, laufe ich die ganze Zeit rum, ohne sie einzusetzen.
Meine Siegel können ihre Schilde durchbrechen. Brut! So. Danke für den Tipp. Komm ich hier hoch? Sie sind jetzt schutzlos. So. Gegner hinter dir. So. So. Gut. Perfekt, der ist down. Gut. Irgendwo nach unten noch einer. Perfekt. Gott, da oben ist noch einer. So, da mit dir. Da ist noch einer hier hinten irgendwo. Gut. Interessant, haben wir es jetzt. Komm schon. Ja, jetzt haben wir es. Perfekt. Da unten geht's weiter. Es ist so viel passiert, seit ich Freyr zum letzten Mal sah. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Was willst du von ihm? Eine Entschuldigung wäre ein Anfang. Ich will ihm vergeben. Er hat sich hoffentlich geändert. Er ist alles, was mir bleibt. Hast du dich je bei Deimos entschuldigt? Vergebung zu suchen ist schwer, wenn man sich unwürdig fühlt. Ja, kann ich jetzt nicht beantworten, weiß ich nicht mehr. Ich habe die Teile nie selber gespielt, ich habe nur zugeguckt und Let's Plays gesehen. Ich würde mich sowas von über ein Remake von den ersten drei Teilen freuen. Meine Siegelpfeile müssten das Feuer über den Fluss bis zum Gestrüpp tragen. Ach komm, echt, ich muss alle neu starten? Jetzt, Vergebung kann mächtig sein, selbst für die Unwürdigen. Meine Frau Fay hat mich das gelehrt. Sei froh, dass du eine Ehepartnerin hast, an die du dich gerne erinnerst. Ja, stimmt, die Ehe mit Odin lief ja nicht so ganz. Okay, das sieht aus, als würden wir hier nochmal mit einem Boot ankommen. Und hier geht's nicht weiter. Ich höre auch keinen Raben. Liegt wahrscheinlich, ich muss glaube ich echt mal beim Aufnehmen Kopfhörer komplett aufsetzen, weil ich habe immer nur ein Ohr drauf, dass ich immer noch höre, wenn mich jemand ruft oder so. Und damit ich weiß, wie laut ich überhaupt rede. Ja, wenn ich Kopfhörer drauf habe, dann rede ich, weiß ich nicht, wie laut ich rede, weil sich das dann komisch anhört im Kopf. Naja, wie soll man das am besten beschreiben? So. Gut, hier. Gegner, linke Seite! Benutze einen Schildschlag! Ich bin schon... Hä, wozu denn? So.
Darum mit dem Großen jetzt. Achtung, rechte Seite! Gut, hier. Rot! Gut, haben wir es jetzt. Okay, die können wir also nur töten, wenn Dinge da sind. Okay. Komm, wo ist denn der hin? Das Irrlicht vervielfältigt sich. Okay. Perfekt. Haben wir was verloren? Da geht's weiter. Wo geht's denn da hinten dann hin? Ich blöd, da komme ich her. bin ich dumm gerade. Egal, wir müssen da lang. Alles, was mein Ehepartner mich jemals gelehrt hat, ist, dass eine Seele endlos tief in der Dunkelheit versinken kann. Lockte mich in die Ehe, um mein Heim zu schützen, und nahm es ich dann doch. Zerstreute mein Volk in alle Winde. Vielleicht ist es Zeit, eine Grenze zu ziehen. Vielleicht ist es Zeit, Groas Prophezeiung in Erfüllung gehen zu lassen. Ich wünsche mir keinen Krieg, Freya. Kriege sind furchtbar, Kratos. Aber manche Dinge sind sogar noch schlimmer. Weißt du, wenn Atreus zu Ragnarök eilt, wirst du ihn nicht aufhalten können. Oh doch. Und wenn du scheiterst? Ich habe ihn gelehrt, ohne mich zu überleben. Wenn er muss. Ja. Naja, was soll man sagen? Kratos, der Kriegsgott, will keinen Krieg. Klingt ironisch, aber er weiß halt am besten, was es mit sich zieht, wenn man einfach so... die Götter tötet. Was das mit sich bringt. Pass auf die Pflanzen auf. Mich mögen sie, aber Fremde eher nicht. Ich verstehe. So. Truhe. Und ich glaube, Freya ist bis jetzt mein Lieblingspartner von Brook und Sindri. Und Atreus natürlich. Aber, was soll man sagen, Freya hat bis jetzt am meisten Sachen, wo ich auch wirklich mit interagieren kann. Na, was soll's. Und hier war man schon, oder nicht? Weil das Zeug gelootet ist? Waren wir hier schon? Okay, da brauchen wir dann das Und neue was Ding. Was hast du jetzt vor, wenn du keinen Krieg planst? Ich weiß es nicht. Aber bei Atreus gehe ich kein Risiko ein. Du solltest schnell überlegen, wenn du nicht willst, dass jemand für dich entscheidet. Ah, wir sind hier. Jetzt. Okay, passt. So bereit es nur geht. Na. Du bist es wirklich. Du bist endlich wieder bei uns. Ja. Feiern wir. Du holst dir den Thron. Wir fangen neu an. Du und ich gegen die Welt. Ja? Genau so wie früher. Ich werde nicht bleiben. Ich verstehe nicht. Du bist hier. Zusammen könnten wir uns vielleicht alles zurückholen. Ich habe das meine gerade zurückbekommen. Ich habe noch viel zu tun. Du hast gesehen, was von der Welt übrig ist, ja? Bedeuten wir dir denn wirklich so wenig? Du zweifelst an meiner Loyalität? Vanaheim ließ mich damals im Stich. Ach,
Führen wir wirklich immer noch diesen alten Streit? Es war meine Pflicht, so viele unserer Leute zu retten wie möglich. Meine Verantwortung. Eine, die du damals nicht ernst nahmst. Und wie es aussieht, heute auch nicht. Glaubst du, das ist ein Spiel für mich? Ja. Wir haben alles an diesen Wahnsinnigen verloren, den du Ehemann nanntest. Die Familie des Mannes zündete mich an! Wie sollte ich deiner Meinung nach bitte reagieren? Wie mein Bruder! Wie der Junge, der mir immer den Rücken freigehalten hat. Und den ich immer unterstützt habe, wie egoistisch er auch war. Ich hatte erwartet, dass du zu mir kommst. Dass egal wie verletzt oder wütend, du mich nicht im Stich lässt, als ich dich so sehr brauchte. Freya, bitte. Ich dachte, du wärst tot. Ich musste ein Leben lang mit meinen letzten bösen Worten zu dir leben. Hast du eine Ahnung, wie das ist? Zu wissen, dass dein Egoismus die wichtigste Person in deinem Leben verletzt hat. Im Stich gelassen? Oh, Freya. Ich trauerte um dich. Ich hab dich so vermisst. Und ich dich irgendwie. Aber ich werde mich nicht an eine andere Welt binden, wenn ich endlich frei bin. Doch ich schicke Hilfe. Und ich komme zurück. Versprochen. Ist schon lange nicht mehr dein Zuhause, oder? Tu, was du tun musst. Na gut, na gut, das reicht jetzt. Habt ihr alle nichts Besseres zu tun, als Familienangelegenheiten anzugaffen? Na los, ihr zwei. Du nicht. Ich hab ein paar Dinge mit euch zu klären. Zweitens, ist das da Siegelmagie an deinem Bogen? Die Idee werde ich wohl klauen. Wie wär's dafür mit ein bisschen Schallzauberei als kleine Gegenleistung? What the fuck ist gerade passiert? Ich meine nicht den... Und drittens, wenn ihr nicht hierbleiben wollt, sollte ich wohl erwähnen, dass Sindri und ich zufällig eine Absteige für arbeitslose Götter betreiben. Wenn ihr also fertig seid, euch in Midgard den Hintern abzufrieren, kommt vielleicht mal mit Barty da euren alten Kumpel Tyr besuchen. Das ist sehr freundlich, Brock. Vielleicht mache ich das. Naja. Also gut. Wir treffen uns dann beim Haus. Es sei denn, ich soll erst noch irgendwas reparieren. Geh bloß nicht ohne mich. Mein Werk hier ist getan. Naja, worauf ich hinaus wollte, ist gerade der Glitch, dass Brooke plötzlich von Frey hinter dem Tresen stand. Und dann, dass auf einmal die Zeile übersprungen hat. Keine Ahnung, was da gerade abging. Nix. Mann. Hä? Ich will die Kiste. Na schön. Willst du unsere neuen Freunde treffen oder gehen wir? Muss noch gucken, was ich mache. Verzeihung, könnt ihr alle mal bitte aufhören und einer Dame aushelfen? Ah, hier. Was geht's? Also, ich bin das Flussdelta so oft rauf und runter gefahren. Als Odins Armee in die Stadt kam,
war ich schneller weg als ein Tatzelwurm mit brennendem Schwanz. Ich war so geschockt, dass ich ein paar unersetzliche Dinge dort ließ. Was für unersetzliche Dinge? Also, eigentlich nur eins. Eine Kugel. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr sie findet. Was ist das? Und wenn ihr auf eins meiner alten, wunderbar verrosteten Rüstungsteile stoßt, dann bastle ich aus den Trümmern etwas ganz Besonderes für euch. Was ist das für eine Kugel? Bringt sie einfach her und ich werde vor Glück jauchzen. Okay. Oh, und extra nach meiner alten Rüstung Ausschau zu halten. Ich repariere sie für euch. Kostenlos. Was glaubst du, nach was für eine Art Kugel wir überhaupt suchen? Ich weiß es nicht. Erzähl mir von eurer Hündin. Erstmal will ich was verbessern. Hier. Ja. Leviathanaxt. Mach mal das hier. Ausrüsten. Und direkt verbessern. So, dann gehen wir jetzt zurück. Weil die sind auch verbesserungsfähig. Du musst mir immer noch erzählen, wer diese Teile hergestellt hat. Und jetzt hier gucken, was nehmen wir denn da? Runenangriff und Stärke. Ne, Runenangriff ist hier ganz gut. Können wir nicht verbessern, leider. Können wir auch nicht verbessern. Naja. Gut, gehen wir auf Rüstung. Langsam langweilig. Ah, das ist die Rüstung, die wir dann kriegen, oder? Was wir halt gerade haben, ist halt die gute alte Vitalitätsding. Aber wenn wir die Rüstung, die verlorene Rüstung machen, dann kommen wir definitiv auf Stufe 4 hoch. Und ich glaube, da wäre Vitalität sogar nicht mal so... Dann stellen wir mal was her. Schlecht. Was fürs Amulett. So, machen wir das mal weg. Und etwas für Freya? Hast du einen Wunsch? Nee, habe ich nicht. Und jetzt zu der Göttin. Das ist echt... Nochmal Schall nachbeben. Das lenkt zumindest die Aufmerksamkeit von deinem Gesicht ab. Alter. Rogue. Und pass auf dich auf. Naja, dann würde ich mal kurz auf die Karte gucken. Ich glaube, das können wir so nebenbei machen. Naja, dann würde ich jetzt sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge gehen wir wohl der Nebenaufgabe nach. Ciao. Oh ja. Gladius.